Moin, draußen ist immer noch Kacke. Besuch kommt keiner. Machen wir weiter Videos. Und gehen direkt zum Thema. Nicht überall, wo Sabbati draufsteht, ist auch Sabbati drin. Oder nicht überall, wo Mercury draufsteht, ist nicht Sabbati drin. Wir haben uns ein paar Mercury-Repetierer bestellt. Die kommen noch original im Sabbati-Koffer. Aber man muss einfach zugeben, die Dinger sind nicht schlecht. Die sind gut. Die sind nicht so teuer. Und die funktionieren super. Die hier wurde auch schon in einem anderen Kaliber in der All for Shooters, ich glaube letztes Jahr im März, April oder sowas getestet. Die haben die ST8 18 Sabbati hieß die und jetzt in Deutschland zu beziehen heißt sie halt ST18 Mercury. Ja, da wurde sie getestet mit 6,5 Creedmoor. Wir haben eine 308er hier, was sich aber an der Gesamtvorstellung ja kein Abbruch tut. Also die Mercury kommt im Sabbati-Koffer, weil die Mercury bei, von und mit Sabbati gebaut wird. Oder so Kletterer-Detsch. Die Waffe an sich ist eine super Waffe. Die wurde unter anderem, wie gesagt, auch bei dem All-for-Shooters-Test auf 500 Meter getestet. Ich versuche später mal den Link irgendwie hier einzubinden und so weiter. Wenn nicht, packe ich ihn in die Textbeschreibung unterm Video, dass ihr das mal seht. Ja, Mercury ST18 im Sabbati-Koffer. Packen wir sie mal aus. Koffer, Waffe, die Mercury hat einen verstellbaren Schaft, also haben wir noch auch trotzdem für jeden Adapter, wenn man sich in der Länge noch was ändern möchte. Manuale Instruzioni, Instruction Manual steht unten drunter. Mündungsgewindeschutz, weil die ST18 bereits mit einer Bremse kommt. Anleitung halt, nach vorne halten und schießen. Dann entfolieren wir sie mal, so dass nichts dabei kaputt geht. Auch das ist schon auch sehr gut. Ja. Verschluss ist draußen. An sich schon ein tolles Teil. Mercury ST18 Kaliber 308 Win hat eine UVP von knapp 1700 Euro ungefähr und ist damit natürlich weitaus günstiger als viele der anderen taktisch anmutenden Repetierer, die es am Markt so gibt. Lohnt sich aber auf jeden Fall. Das Tolle an der ST18 ist, die hat schon fast alles, was man braucht. Grundsätzlich bin ich ja ein Freund davon, dass ich sage, Lauf sollte ein Gewinde haben, dass man entweder einen Schalldämpfer oder eine Mündungsbremse draufschrauben kann, weil es das Schießen einfach angenehmer macht. Die Verarbeitung von dem Apparat ist super. Ich muss das in einem Preis-Leistungs-Verhältnis setzen, wo ich sage, da passt das einfach alles. Sie hat 51 cm Lauf. Der Griff hier ist super. Ja, da können sich manche eine Scheibe von abschneiden. Das Coole an der ganzen Sache ist auch noch, ihr habt einen komplett verstellbaren und anklappbaren Hinterschaft. Ich mag so Spielereien, finde ich echt gut. Ihr habt dann auch noch eine verstellbare Schaftbacke, die so hoch geht. Wer das allerdings nutzt, keine Ahnung. Der Mann mit dem Giraffenhals. Aber setzen wir uns einfach mal so ein bisschen ab, dass man sieht, das, was man da machen kann. Ganz normale, schnelle Schrauberei, also schnell verstellt. Dass man so ein bisschen eine kleine Erhöhung sieht. Für die hintere Schaftkappe gibt es noch einen Adapter, dass man den ein bisschen verlängern könnte, wenn man das braucht. Wie gesagt, das hier finde ich immer voll cool bei den Waffen. Solange der Schaft stabil ist, finde ich das echt eine tolle Sache.
Mercury ST18 ist meiner Meinung nach ein absolut vollwertiges, taktisches, aussehendes Gewehr, was ich mal locker auf bis 500 Meter selber schießen würde. 7 Schuss Einsteckmagazin kommt dazu. Toller Auswurfmechanismus. Kriegst du wahrscheinlich nie kaputt. Wahrscheinlich. Weiß man ja nie. Haben wir jetzt auch schon schlechter verarbeitet gesehen, wenn man sich den so anguckt. Also, bauen wir den Verschluss mal rein. Das ist ein echt tolles Teil. Das ist auch nicht so schwer. Also es ist jetzt nicht so, dass ich hier vorderlastig werde oder irgendwas. Klar, ist jetzt noch nackt. Machst schon zwei Beine dran, machst eine Optik drauf, dann wiegt das Ding schon wieder mehr. Der Verschluss. Es gibt Waffen, da läuft das nicht so. Klar, sollte so laufen bei allen, aber es gibt nun mal Waffen, auch in einem höheren Preissegment. Da läuft der Verschluss nicht so, wie der hier läuft. Der Abzug ist so, dass ich gar nicht merke, dass ich abgezogen habe. Der bricht sofort und der bricht bei Gramm, keine Ahnung, aber geil. Also, da willst du gar nicht aufhören. Also der Abzug steht Waffen, die Tausender mehr kosten, in nichts nach. Absolut nicht. Ob man das Ganze jetzt Mercury nennen muss. Ich habe neulich ein Gespräch mit jemandem drüber gehabt. Der meinte dann auch, Mercury. Ich gebe ihm da recht. Mercury verbinde ich mit Außenbordern. Oder mit Freddie Mercury, für die, die ihn noch kennen. Der da. Mit der Band Queen, für die, die sie noch kennen. Damit verbinde ich Mercury. Oder, wie gesagt, mit den Außenbordermotoren. Ich finde, klar, persönliche Meinung, Mercury, das hat jetzt nichts mit der Leistung der Waffe zu tun, aber Mercury ist so, das hat keine Power. Sabatti ist Sabatti, weiß es, Sabatti. Neulich haben wir eine Flinte gehabt, Batzas. Schmeißer. Diesen Begriff, Hera ist eine Ansage. Savage Arms, ja. Mercury. Weiß nicht. Mercury klingt irgendwie so wie der kleine freundliche Bruder, der immer so ein bisschen nebenher läuft. Ich finde, Mercury hat keine Schlagkraft hinter sich. Sicher, Merkur. Hätte ich sie lieber Mars genannt. Aber gut, das ist ja nicht meine Sorge. Wie hätte ich das Ding genannt? Ich hätte sie wahrscheinlich nur Merck genannt. MERC. Merck. Merck ST18. Merck. Ja, ich hätte Merck besser gefunden. Aber Merck Tactical, Merck ST18, Merck Tactical Evo, Merck Mercury. Naja, gut, ist ja glücklicherweise nicht mein Problem. Die Waffe ist top, das muss man dazu sagen. Die Waffe gibt es unter anderem bei uns.
Ich finde die Waffe wirklich super. Die ST-18 macht wirklich Spaß. Die haben wir schon ein paar Mal schießen dürfen. Die Leute sind durchaus zufrieden damit. Der Klappschaft, das ganze Tactical. Du baust also dir da eine Waffe zusammen, machst, wenn du willst, ein Zweibein dran. Die Waffe ist super zum Spaß haben, bis 500 Meter. Ist toll verarbeitet. Natürlich muss einem klar sein, auch hier wieder, es gibt Waffen, die kosten das Doppelte. Die sehen dann auch wieder noch ein bisschen anders aus. Logisch, irgendwie. Wenn du überwiegend das Ding bis 300 Meter schießt, machst du dir so einen Vortex Diamondback Tac. Das ist auch noch schön schmal da drauf. 6 bis 24 mal 50. Dann kannst du auch mal auf 300 Meter gehen. Wenn du drüber gehst, sollte es dann doch ein anderes Glas werden. Dann bist du mit der Waffe plus Optik und Montage bei unter 2000 Euro. Kannst du noch ein paar Päckchen Munition dazu kaufen. 7-Schuss-Magazin. Ist ein echt tolles Gewehr. Wie gesagt, macht auch Spaß. Der Abzug ist echt. Das ist doch dann auch immer schöner, wenn man das mal sieht. Mit einem Vortex drauf. Jetzt kann ich hier natürlich nicht in die unendlichen Weiten gucken. Die rote Montage, die war halt gerade dran. Gibt es auch in Schwarz. Mercury ST18, 308 Win, 51er Lauf, 7er Einsteckmagazin, Klappschaft, verstellbarer Schaft mit Vortexglas und Montage. Keine 2000 Euro. Läuft. Tolles Teil. Mercury ST18. So großartig, dass sie nicht ins Bild passt. Tschüss.